bekannt aus Thor und Rom. Schauspieler Ray Stevenson ist tot. Er war Volstagg, der Kampfgefährte von Thor oder Marineoffizier Jack Swinburne im Boot. Jetzt ist Schauspieler Ray Stevenson gestorben. Der Nordire wurde nur 58 Jahre alt. Der nordirische Schauspieler Ray Stevenson, Rom, das Boot, ist tot. Seine Agentur bestätigte am Montag, dass er am Sonntag auf der italienischen Insel Ischia gestorben sei. Weitere Angaben machte sie nicht. Stevenson wurde 58 Jahre alt. Das Branchenmagazin Deadline hatte vor kurzem berichtet, Stevenson werde die Hauptrolle im Film Casino in Ischia spielen. Ritter- und Kriegerrollen in Actionfilmen. Zur Welt kam Stevenson 1964 im nordirischen Lisbon. Er ließ sich an der Orbwick Theatre School im südenglischen Bristol zum Schauspieler ausbilden. Nach Jahren mit Rollen im britischen Fernsehen feierte Stevenson sein Filmdebüt mit Paul Greengrass, Drama The Theory of Flight, Deutscher. Vom Fliegen und anderen Träumen, aus dem Jahr 1998. 6 Jahre später wirkte er im Abenteuerfilm King Arthur von Regisseur Antoine Fuqua als Ritter der Tafelrunde mit. Später konnte Stevenson die Hauptrolle im knallharten Actionstreifen Punisher Warzone ergattern, eine Adaption eines Comics aus dem Hause Marvel. Punisher bekam zwar nicht die besten Kritiken, doch war Stevenson offensichtlich auf den Geschmack gekommen. Es folgten die ebenfalls auf Marvel-Stoff beruhenden Thor-Filme, für die er in die Rolle des asgardischen Kriegers Volstagg schlüpfte. Stevenson, ich bin im Herzen ein alter Recke. Überhaupt spielte der 1,92 Meter große Ire auffallend oft Soldaten vergangener oder jüngster Tage. Ich schätze, ich bin im Herzen ein alter Recke, erklärte Stevenson einmal in einem Interview. Ruhe in Frieden in Dankbarkeit. Danke für dein Abo.